und entspann dich. Lass alles los. Mit jedem Atemzug du entspannst dich noch tiefer. Es gibt nichts, was du tun musst. Unabhängig von dem Stress und die Unruhe da draußen, du kannst in dir selbst diese Ruhe finden. Ich zähle von 10 auf 1. Und mit jeder Zahl, du entspannst dich tiefer. 10. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Dein ganzer Körper entspannt sich. Fünf. Kopf. Nacken, Schultern, 4, den ganzen Rücken, 3, deine Arme, deine Hände, 2, dein Brustkorb, dein Bauch, 1. Deine Beine, deine Füße. Dein ganzen Körper entspannt. 2. Je tiefer du gehst, desto wohler fühlst du dich. Und je wohler du dich fühlst, desto tiefer gehst du. Tiefer, tiefer zu dir selbst. Es ist ganz einfach. Ganz einfach. Keine schwere Aufgabe. Ganz tief in dir zu sein. Stille. Ruhe. Bleibe still. Das heißt, bleibe unabhängig von all dem, was von außen kommt. Werde bewusst, dass du tief in dir Stille bist. Still sein. Manchmal nennt man das Frieden,
Liebe, Gott. Aber es geht hier um deine wahre Natur, dein wahren Selbst, die Stille, die dich rettet von dem Wahnsinn da draußen. Die Stille, bedeutet, dass du nicht in der Vergangenheit schaust, die Vergangenheit ist Vergangenheit. Stille bedeutet, du selbst sein. Die Vergangenheit ist vorbei. Und auch die Zukunft ist Vergangenheit. Gleich wo es anfängt, ist schon vorbei. Auch diesen Moment, auch die Gegenwart ist gleich vorbei. Alles verwandelt sich in Vergangenheit. So alles, was du tust, alles, was du denkst, alles, was du anfassen kannst, all das verwandelt sich in Vergangenheit. All das hat keine Chance zu bleiben. All das hat ein Ende. Es gibt also nur eins, was bleibt. Ist etwas, was nicht mit Zeit oder Raum zu tun hat. Nicht etwas, was mit unserem Kopf zu tun hat. Nicht etwas, was man denken kann. Nicht etwas, was unserem Kopf sich ausdenkt, Namen. Namen von Sachen, von Menschen, sondern viel tiefer als unseren Kopf, viel tiefer als unseren Verstand. Eine innere Stille. Wenn du träumst, dann sind die Dinge, die du siehst, der Raum, die Zeit, vielleicht anders als die normale Realität, die man so hat tagsüber. Aber manchmal fühlen sich diese Dinge genauso real. So real, dass wir manchmal, wenn wir aufstehen morgens, wenn wir wieder wach werden, wir sogar Angst oder Stress haben vor Träumen, etwas, was nicht real ist. Und genauso sind die Dinge, die wir in diesem Leben so tagsüber sehen, was wir glauben zu sehen, auch nicht wirklich real.
es ist nicht wirklich real, weil es ist abhängig davon, was wir gelernt haben, wie wir die Welt sehen, wie wir über die Welt denken. Aber es gibt eine tiefere Ebene, eine Ebene der Stille. Wo all das ist, aus einer Ebene, eben aus einer Dimension, wo alles genauso ist, wie es ist. Ohne Bewertung, ohne Stress, ohne Druck. Eine Ebene, wo du frei bist. Eine Ebene, die du nicht durch Anstrengung finden kannst, die du nicht gewinnen musst, die du nicht erreichen musst. Eine Ebene, die immer da ist. Es braucht kein Gedanken. Es braucht kein Hier oder Jetzt. Ist immer da. Es ist ein Wonders, was immer da war. Und kein Name kann das wirklich beschreiben. Stille ist nur eine Bezeichnung, um zu sagen, dass diese Dimension dich nicht zwingt, in einen Namen, in eine Bewertung, in irgendeine Abhängigkeit zu irgendwas, zu einer Religion, zu einem Dogma, nichts. Nur Stille und Ruhe. Es hat keinen Namen, es hat keine Form, es hat keine Methode. Du musst nichts lernen. Das bist wirklich du. Da ist Stille. Ruhe. Natürliche Geborgenheit. Es braucht kein Guru, kein Meister, kein Lehrer. Es braucht nichts. Du bist nicht allein dort. Weil dieses Konzept von Alleinsein dort nicht existiert. Es gibt keine Zweisamkeit, sondern das große Ganze. Die unendliche Liebe, die unendliche Ruhe.
das ist die Verbindung mit deiner wahren Natur. Kein Schüler und kein Lehrer. Du selbst. Es geht nicht um Spiritualität oder um eine Religion oder sonst was. Es geht nicht um Yoga. Es geht nicht um einen Gott, sondern um tiefe, wahre Ruhe. Nur dein Kopf ist nicht still. Dein Kopf will ständig lernen oder lehren, behaupten. Lass alle beiseite. Du bist ganz in diesem Augenblick, bevor man es Gegenwart nennt. In diesem Augenblick, wenn du auf der Suche nach irgendwas bist, nach dir selbst, schon bevor du angefangen hast zu suchen, die Hälfte der Hälfte eines Augenblicks, du bist schon da und du bist schon frei. Freiheit ist nicht abhängig von einer Person, einem Konzept, irgendetwas, sondern genau jetzt in diesem Moment, in diesem Augenblick, ohne sich zu beziehen auf irgendetwas, auf irgendeine Idee. Wer bist du? Du hast nichts zu verlieren, aber auch nichts zu gewinnen. Sondern einfach nur Stille, bevor man behauptet, irgendwas über diese Stille sagen zu können. Ruhe. Das heißt, dass egal was du denkst über dich, über dein Leben, was andere über dich und dein Leben gesagt haben, du bist all das nicht. Geh viel tiefer in dir, verlasse die Vergangenheit. Werde wach, werde du selbst. Alles andere ist nur ein Traum, eine Vorstellung. Aber tief in dir ist pure Freude. Wenn du alles abgeben kannst, wenn du nichts brauchst, außer nur Dasein, einfach nur du selbst, dann ist Ruhe. Natürlich dein Körper braucht Nahrung, natürlich dein Geist braucht Wärme und Liebe von guten Menschen. Alles ist Nahrung, Essen, Trinken, was du liest, worüber du sprichst. Aber wenn du tief in dir bist, dann all das, was du versuchst zu sagen, verändert sich, weil du aus der Tiefe deiner Liebe sprichst, aus der Tiefe deiner Ruhe sprichst. Wenn alles durch diese Stille geht, ist all das, was du sagst,
was du denkst, wie sauber gemacht. Du bist ganz du selbst. Und egal welchen Streit, egal welche Veränderung du durchgehen musst in diesem Leben, egal ob du hier oder dort bist, egal ob du deinen Job veränderst oder eine Beziehung, im Wald oder am Meer bist oder in der Stadt, in eine volle U-Bahn. Du bist immer du selbst. Du bist immer frei. Du bist Ruhe, die die Unruhe beobachtet. Du bist Stille, die den Lärm beobachtet. Du bist Freiheit, die diesen Gefängnis da draußen beobachtet. Menschen, die gefangen sind von ihrer Gewohnheit, von der Vergangenheit, von Dingen, die wehtun, von Bewertungen, von Wörtern und Gedanken. So, auch wenn du diese Meditation oder Hypnose hinter dir haben wirst, diese wird auch Vergangenheit sein. Und während dein Körper wieder wach wird und weitergeht, älter wird, das wird auch ein Tag Vergangenheit sein. Aber das, was dich rettet, das, was dich frei macht, ist das, was schon frei ist. Du selbst, dein wahren Ich. So höre jetzt nur die Musik und entspann dich weiter, solange du das brauchst, um noch tiefer zu gehen, tiefer zu dir selbst.